What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und dieser Stuhl ist richtig nervig. Das heißt, ich hoffe, ihr hört den nicht die ganze Zeit im Hintergrund. Ich sitze hier gerade mit meinem Kaffee, einem Kaffee-to-go-Becher. Ihr solltet keine Kaffee-to-go-Becher kaufen. Ich bin ein sehr schlechtes Vorbild, aber ich habe meinen Becher verloren. Und ich wollte trotzdem einen Kaffee. Ich bin gerade in unserer neuen Airbnb-Wohnung und die ist so cool, dass ich sie euch unbedingt zeigen wollte. Ich habe gestern einen Insta-Livestream gemacht und habe gesagt, dass ich bei Videos, also dass so selten im Moment Videos von mir kommen, weil ich nicht die Zeit habe, Videos zu machen und mir Ideen zu überlegen, die ich richtig geil finde. Und da haben Leute geschrieben, Jaco, hey, ist cool, dass du Quantität über Qualität stellst, aber es wäre cool, zwischendurch mal was von dir zu hören. Und da bin ich heute Morgen aufgestanden und ich bin irgendwie heute super produktiv und habe gedacht, seit gestern, seit ich hier eingezogen bin, bin ich so glücklich, hier zu sein und habe so gute Laune, weil ich das hier so schön finde. Warum soll ich euch das nicht zeigen? Wir haben sie leider nur für 2 Nächte, also 1, 2, 3 Tage. Wow, dass ich das nachzählen muss, ist echt richtig bitter. 3 Tage, 2 Nächte, weil es sonst zu teuer ist. Es ist eine relativ teure Wohnung. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Es ist ein Loft. You're gonna love it, like I do. Falls ihr komische indische Musik aus irgendwo her hört, das ist Kevin. Ja, so. Das ist der Eingang, ja. Man kommt hier so rein. Ehrlich gesagt, als ich das gebucht habe, wäre ich niemals davon ausgegangen, dass das so schön ist, weil ich eben die Einrichtung jetzt nicht so krass fand auf den Bildern. Ja, okay, erstmal ein grober Überblick. Isn't that crazy? Oh mein Gott, dieser Wohnungsschnitt, ne? Ich raste aus. Aber ich versuche jetzt nicht so krass zu übertreiben wie bei Modern Gypsy, bei meiner letzten Wohnungsführung. So, man kommt hier rein und dann sind hier 2 Betten. Also das ist eine Wohnung. Ich kann euch das mal die Wohnung mal unten in die Infobox setzen. Ab morgen, wenn ich nicht mehr hier bin. Die ist eigentlich für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen. Dann ist sie übrigens wieder billig. Ja, genau. Ich habe mich hier schon ausgebreitet. Dann ist hier so, das Wohnzimmer, da machen wir mal Pause. Das finde ich auch sehr schön. Hier, da habe ich schon mein Equipment aufgestellt. Und ja, genau, hier kann man über die Becher Berlins gucken. Oh, guck mal, wir können ein bisschen da drüben auf dem Balkon stalken. Ey, der ist hier richtig geil. Boah, auf sowas hätte ich auch Bock, ne? So einen richtig großen Balkon, wo man so über Berlins Dächer gucken kann. Naja, weiter im Text. So, ich drehe mich mal um. Und da könnt ihr auch schon die volle Blüte der Wohnung sehen. Da ist die Küche. Und neben der Küche ist das Bad, wo Kevin gerade unter der Dusche steht. Kevin steht bei meinen Roomtours irgendwie immer unter der Dusche. Ja. Was hören wir hier gerade? Ich habe so einen Spinner als Freund. Ne? Genau. So. Here are our things. Ein Bidet, ein Traum für Kevin, der ein totaler Bidet-Fan ist. Und ja, dahinter ist Kevin. Und ich würde gerne die Dusche zeigen. Ich versuche es mal zu machen ohne... Oh wow, ich bin gerade richtig froh, dass ich mit der Kamera nicht weiter unten war. Genau, das ist so eine richtig große Dusche. Oh! Ja, ich raste mal richtig aus bei so großen Sachen. genau, wo habe ich denn jetzt meinen Kaffee hingestellt? Egal. Ach da. Perfekt. Nee, ist das meiner? Das ist meiner. So, genau. Dann sitzen wir hier immer zum Essen und zum Pause machen. Hier habe ich gerade meine Kamera aufgestellt, weil ich gleich schon drehe. Hier wollten wir gestern Abend Fernsehen gucken und so einen gemütlichen Abend machen, was voll daneben gegangen ist, weil ich bis 1 Uhr gearbeitet habe. So ist das übrigens immer bei uns. Genau, und da geht es halt nach oben. Und hier geht die Treppe rauf. Oh, es ist so schön, Leute. Ich weiß nicht warum, ich bin richtig doll verliebt in diese Wohnung. Ich fühle mich, wisst ihr, die hat einen richtig geilen Vibe. Ich habe das Gefühl, das sage ich immer über alles, wo ich bin. Ja, hier ist das Bett, wo wir geschlafen haben. Ne? Also, ich, versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine, Mann? Ist schon geil, ne? Ja, und wenn man halt mit mehreren hier ist, ist hier auch noch ein Bett. So Leute, ich habe euch mal auf mein super neues Lieblingsbett gestellt. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich arbeite hier. Also ich bin nicht für einen Urlaub hier, wie man... Wieso stelle ich den Kaffee weg, mich dumm? Wie die meisten denken, ich bin wahrscheinlich für einen Urlaub hier. Nein, ich bin hier, um zu arbeiten. Also ja, die Leute, die mich auf Social Media verfolgen, wissen ja wahrscheinlich, dass ich keine eigene Wohnung habe. Und in der WG in Berlin
kann ich manche Sachen manchmal nicht. So wie drehen. Ich muss in den nächsten 3 Tagen richtig viel drehen und manchmal mache ich es dann, dass ich mir einen Ort suche, wo ich das dann richtig gut kann. Wo ich dann einfach von morgens bis abends drehe, schneide mit meinem eigenen Rhythmus und dann geht das fit. Ich hatte noch ein bisschen Airbnb-Guthaben und das konnte ich dann so zur Hälfte hier draufschlagen. Ja, ich mache mal auf Modern Gypsy diese Airbnb-Weiterempfehlungssachen. Wisst ihr, kennt ihr das? Und wenn ich euch zum Beispiel jetzt meinen Link gebe, dann bekommt ihr einen 30-Euro-Gutschein und ich bekomme einen 30-Euro-Gutschein. Ich kann euch das mal unten in die Infobox setzen und dann kann ich halt für Modern Gypsy oder... Also für Modern Gypsy unterwegs was suchen zum Arbeiten und halt auch für Jaco Wursch. Das ist ziemlich cool. Und ja, das könnt ihr übrigens auch machen, ne? Also ihr könnt diesen Link auch einfach an eure Freunde schicken. Ja, Leute, ich habe mehr gar nicht zu sagen. Ich habe einfach gedacht, so viele, also gestern haben mir echt so 4, 5 Leute geschrieben, Jaco, komm, zeig uns doch mal ein bisschen was. Es muss doch nicht immer super durchdacht sein. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile diesen Moment mit euch, weil dieser Tag so schön angefangen ist. Ich bin ganz früh aufgestanden und dann bin ich auf die Straße gegangen in Berlin-Kreuzberg am Kotti. Und es war ein, es ist wie im Urlaub hier, ne? Ich fühl mich wie im Urlaub hier. Und morgens kriegt man schon Gras angeboten auf der Straße. Wie nett sind die denn hier? Wir haben ja damals nur eine Wohnung, also für die WG nur eine Wohnung, in einem sehr teuren Stadtteil in Berlin bekommen. Komischerweise, also da haben wir eine günstige Wohnung bekommen. Deswegen sind wir so total aus diesen studentischen, günstigeren Vierteln raus, wo man beim Kreuzberg ja in manchen Ecken auch nicht mehr als günstig bezeichnen kann. Weil das war eigentlich so die Ecke, wo wir hin wollten. Friedrichshain, Kreuzberg und so weiter, so mitten ins Geschehen. Und jetzt habe ich gerade mal gemerkt, was für ein Kontrast das ist. Also hier ist schon was anderes los, ne? So, was ich teilweise ganz geil finde, aber teilweise auch... halt auch anstrengend, muss ich sagen. Aber es war einfach schön, heute Morgen rauszugehen auf die Straße und meinen Kaffee zu holen. Und es war ganz früh. Und dann in diese wunderschöne Wohnung zu kommen. Und wow, wow. Wisst ihr, was ich mir da gedacht habe? Ich wäre echt gern reich und hätte ein Loft. Egal, ich habe euch jetzt genug voll gelabert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von so Live-Updates haltet. Findet ihr es gut oder nicht? Ich habe mich bisher mal ein bisschen gescheut, sowas zu zeigen hier auf Jaco Wursch, weil auf Modern Gypsy habe ich Leute, die sich wirklich für Reisen und digitales Nomadentum und sowas interessieren. Und auf Jaco Wursch bin ich da immer ein bisschen scheu. Und das ist total bescheuert einfach. Ja, und wenn wir immer nur im Internet zeigen, dass wir das machen, was alle anderen machen... Wie sollen dann die Leute, die mal was anderes machen wollen, sich wohl damit fühlen, etwas anderes zu machen? Wow, Jaco, das war ein Sentence for the World. So, ich habe euch genug voll gelabert. Ihr seid süß, ihr seid klein. Besucht mich bitte auf Instagram. Ja, ich möchte dort 30.000 erreichen. Ich sag's jetzt offen, wie es ist. Ja, ich gucke jetzt seit 4 Tagen auf diese Zahl und es steht 28,9. Seit 4 Tagen. Und ich will, dass es 30 steht. Ja. Ich möchte euch nochmal sagen, dass man sich nicht auf Zahlen fokussieren sollte. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Tschüss. Das war schief. Du bist süß, du bist klein. Du bist wirklich sehr klein. Du bist so talentiert, deswegen habe ich dich genommen. Du wolltest das zeigen. Du willst, dass ich das reinschneide.